Eine Frage habe ich auch nochmal. Hier der Teamsprung. Irgendwie stand in der Hilfe, es wird mir angezeigt, bis wohin ich fliegen kann. Oh, das kommt aber sehr spät. Egal. Passt. So. Ja, ich weiß, sie steht gerade sehr, sehr ungünstig. Ist mir aber auch relativ wurscht. Zack. Warte, er hat's überlebt? Er hat das überlebt. Der hat das doch glatt gerade überlebt. So, Sparkle. Was soll ich denn jetzt dazu halt sagen? So, der weg. So. Huch, wir haben gewonnen. Ich musste gar nicht alle besiegen. Ich musste nur einen Teil besiegen. Okay, hab's nicht gesehen. Alles gut. Hat aber geklappt. So. Machst du eigentlich einen Teststream von dem Game oder wirst du es bis zu Ende zocken? Ich kann es noch nicht sagen, Rino. Also mir macht es momentan sehr, sehr viel Spaß. Ich würde es gerne vielleicht sogar bis zum Ende zocken. Problem ist nur, im Prinzip haben wir nur heute und morgen richtig für das Spiel. Also wir haben natürlich auch noch wesentlich längere Zeit. Aber ich weiß noch nicht, ob Donnerstag ein Stream stattfinden wird und nächste Woche sind keine Streams geplant. Also, ich spiele es sozusagen heute, vielleicht dann auch morgen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil es macht wirklich sehr viel Spaß gerade. Aber ich würde es halt ganz gerne auch in nächster Zeit, ich sag jetzt mal, weiterspielen. Also mit großen Pausen wollte ich es jetzt nicht spielen. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich privat spielen. Vorteil ist aber, und deswegen sage ich, vielleicht spielen wir es auch wirklich durch, ich kann es ja mit dem zweiten Spielstand spielen. Ne? Also sozusagen, ich kann es privat spielen. Auch nebenbei eben in den nächsten Tagen. Und im Stream können wir es dann nochmal spielen sozusagen. Das geht auch. Ja, also es war jetzt eigentlich für privat gekauft, sagen wir es mal so. Und nicht unbedingt für, das ist ja geil hier gemacht, die großen Latschen. Cool. Und nicht unbedingt für den Stream gedacht. Aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, ja. Also deswegen habe ich jetzt erstmal gesagt, wir testen es mal an. Mal gucken, was wir in 1,5 Wochen dann machen, ja. Also ganz ehrlich, ich weiß es wie gesagt nicht. Hier leuchtet was und ich kann nichts machen. Hm, schade. Ich behalte dieses, ach so, er behält es im Auge. Hier komme ich leider nicht runter. Schade. Na gut. Besteht denn Interesse, das Programm im Stream komplett zu sehen? Fragezeichen. Was ist das hier? Bob Oms, du hast deine erste Erinnerung gehalten. Öffne das Erinnerungsmenü, um sie dir anzusehen. Bobby! Wir lesen über Bobby. Die Bobbys, die durch die Galaxie streunen, sind unter Miseras bösartigem Einfluss deutlich gefährlicher geworden, auch wenn ihr Modus operandi derselbe geblieben ist. Durch einen Treffer werden sie entzündet und wenn man sie gegen sie rast, kann man sie aufheben und als explosives Wurfgeschoss einsetzen. Audio abspielen. Die Bobbys, die durch die Galaxie streunen, sind unter Miseras bösartigem Einfluss deutlich gefährlicher geworden, auch wenn ihr Modus operandi derselbe geblieben ist. Durch einen Treffer werden sie gezündet. Und wenn man gegen sie rast, kann man sie aufheben und als explosives Wurfgeschoss einsetzen. Danke, Rino, habe ich auch gerade gesehen. Das stand da unten, also wo ich jetzt drüber bin. Und ja. Schön. So, also, verstehe, für die nächste Woche habe ich dann sowieso erstmal keine Zeit mehr. Aber ich sage dann wieder Bescheid, wenn ich wiederkomme. Diese Woche habe ich auf jeden Fall genügend Zeit. Das freut mich, Rino, das freut mich. Und Holo, du sagst, es sieht ganz nett aus. Ja, so ist es auch. Wir sind ja noch nicht wirklich weit.
Aber es ist trotzdem ganz niedlich gemacht. Mich wurmt gerade, warum hier unten das da leuchtet was. Warum kann ich das nicht aufnehmen? In Mario, in jedem Spiel würde der jetzt hochspringen und sich hinsetzen sozusagen, aber geht irgendwie nicht. Hast du die anderen Erinnerungen schon gesehen? Was? Andere Erinnerungen? Nein. Das sind die von von Teil 1 sozusagen. Moment, wir haben noch andere Erinnerungen. Na dann, leg los. Initialisierung. Existenz bestätigt. Beginne Selbstdiagnose. Ich bin Genie. Joviale elektronische artifizielle neuronale Intelligenzeinheit. Das Betriebssystem des neuen Rabbit-Raumschiffs, der WM-Arche. Mein Schöpfer ist Beepo, eine primitive Roboterintelligenz, die, 7.685.546 Fehler in meinen Prototyp eingebaut hat. 6.971.323 Fehler. 5.249.967 Fehler. 3.001.282 Fehler. 4 Fehler. Ha! Alle behoben. Alle, von denen du weißt. Das ist cool. Nach den Ereignissen mit dem Megabug hatte Beepo Bedarf an einem adaptiven multilingualen Assistenten zur Übersetzung von Rabbidesisch. Nachdem er erkannt hatte, dass es viel besser ist, wenn er nicht weiß, was sie denken, schwenkte er um und entwickelte ein adaptives KI-Betriebssystem für das Raumschiff der Helden. Und so bin ich entstanden. Beepo mag wie ein unbeherrschter Staubsaugerroboter aussehen, aber ich stehe in seiner Schuld. Der hat einen Universaltranslator gebaut. Na, das ist doch was. Nach einer gründlichen Analyse unserer tapferen Spark-Verbündeten kann ich bestätigen, dass sie genau das sind, was sie zu sein scheinen. Eine Verschmelzung von Luma und Rabbit. Das Wissen über ihre Entstehung haben die Sparks zwar verloren, aber zwei Instinkte sind geblieben. Die Zuneigung zu ihrer Mama, Rosalina, und ihre große Furcht vor Misera, die sie unerbittlich durch die Galaxie jagt, in der Hoffnung, sich ihre ungeheure Macht anzueignen. Ich frage jetzt mal hier den Chat. Rosalina, so richtig erklärt, was sie ist oder wofür sie da ist, wurde das jemals in einem Spiel? Ich weiß, sie tauchte ja, glaube ich, in Mario 3D World auf oder wie das Ding hieß. Aber so richtig so, also Peach ist ja die Königin sozusagen oder die Prinzessin. Sie wird ja mal als Prinzessin dargestellt, vom Pilzkönigreich, ne? Rosalina irgendwie Herrscherin über die Galaxie oder was ist sie? Nur mal so gefragt. Sie fliegt ja auch, sie läuft ja nicht, sie fliegt ja durch die Gegend. Ich habe Mario Galaxy nicht genug gespielt, um das eventuell zu wissen. Ich habe es damals gar nicht gespielt. Ich gebe zu, meine Mario Historie, die reinen Mario-Spiele. Gameboy, wirklich das allererste für den Gameboy entwickelte Mario. Ich glaube, das hieß wirklich nur Super Mario Bros. Und dann auf der Switch Odyssey. Mehr habe ich nicht gespielt. Also, gut, Mario Rabbids und natürlich die ganzen anderen Ableger, die es so gibt. Irgendwie Mario Golf habe ich mal irgendwie gespielt. Oder auch hier das für die Switch, das Mario Paper oder Paper Mario, das auch. Aber die richtigen, echten Mario-Spiele, ja, da bin ich bei Odyssey nur drin gewesen, habe ich einmal durchgespielt. Und wie gesagt, damals das Super Mario. Ich glaube, ich bin nie bis zum Ende gekommen. Es war mir immer zu schwer. So, ich werde mal hier weiterklicken. Beepo hat mit Hilfe seines Freundes Spawny Sonden losgeschickt, um umfangreiche Daten zu jedem Planeten in der Galaxie zu sammeln. Keine davon ist je zurückgekehrt, da sie aufgrund ihrer schildkrötenartigen Form unglaublich langsam sind. Ihre Erkenntnisse müssen folglich manuell eingesammelt werden. Zum Glück wurde ich mit den dafür notwendigen Werkzeugen ausgestattet. Ich bin gespannt, mehr über die Galaxie herauszufinden und welchen Platz ich darin einnehme. Gute Frage, okay. In Mario Galaxy in ihrem Privatzimmer erzählt sie das ihren Lumas und dann kann man dazuhören und sie erklärt das dann in Buchform. Ach Gott, okay,
Interessant. Danke, Rino. Interessant. Oh, was bisher geschah? Kurz nach dem Sieg über den Megabug haben sich die Helden getrennt. Einige sind im Pilzpalast geblieben, um Peach im Umgang mit den Rabbits zu helfen und ein neues Raumschiff zu bauen. Nach dem plötzlichen Erscheinen des Finsterzeitmantas, der Mario, Beepo und Rabbit Peach mitgenommen hat, sammelte ich die restlichen Helden ein und führte eine Rettungsmission durch, für die mir Beepo noch gar nicht gedankt hat. Tja, Dank ist nicht einprogrammiert gewesen, tut mir leid. Ich kann mich übrigens jetzt wieder dran erinnern, der tauchte ja wirklich in Teil 1 auf. Ich habe Teil 1 zu lange nicht mehr gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Raumschiff der WM Arche, Waschmaschine, autonomer Rabbit Cargo Hochleistungsexpress. Seine Triebwerke sind gut geeignet für die Verwendung von gereinigter Finsterzeitenergie zur Erzeugung von Warp-Tunneln. Das Waffenarsenal hat sich als wirkungsvoll erwiesen und das hochmoderne Holodeck ist von unschätzbarem Wert. Bin ich die Einzige, die das Raumschiff als ihr Zuhause betrachtet? Oder empfinden einige der Helden ebenso? Ja, ich definitiv. Keine Sorge, ich finde das Raumschiff super. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Holodeck, Warp-Tunnel, sind wir hier bei Star Trek? Ich muss es so fragen. Entschuldigt. So, also, jetzt spielen wir mal hier weiter, ne? Was ist denn das? Ich spiele weiter und werde abgelenkt. Was ist denn das? Ich habe eine Tür gefunden. Ich brauche einen Schlüssel. Verschlossene Tür, Sonnenaufgangsschlüssel erforderlich. Eins von irgendwas. Reicht das, wenn ich das Zeug hier berühre? Nein. Ich will da hoch. Ich komme nicht hoch. Ich bin unfähig. Mario kann nicht springen. Kannst du den nicht kaufen, den Schlüssel? Ah, gute Frage. Ich denke aber nicht. Ich guck mal. Mittlerweile haben wir ja 2-3 Kämpfe gemacht. Mal gucken. Ja, Sonnenaufgangsschlüssel. Vorsicht, keine Rückerstattung. Ich brauche 7. Ich habe 3 Taler. Aber danke für die Frage. Danke. Was kann ich denn noch hier kaufen? Warte mal. Eine Erinnerungswundertüte. Wissen ist zwar unbezahlbar, aber du kannst dein Wissen für eine geringe Gebühr erweitern. Auch nicht schlecht. Aha. Retro Trio Infernale. Neuer Look. Jetzt kannst du in die Ferne schweifen und dich dabei noch besser hinter schlanken Bäumen, schmalen, moosbedeckten Felsen und dürren Kakteen verstecken. Urwald, Weltweitmeister. Okay. Okay. Wir können auch was verkaufen. Okay, das bringt dann nur Taler. Interessant. So, also gut. Wir gehen mal jetzt hier den Baum schütteln. Ah, okay. Kriege ich auch eine Währung. Mhm. Ich soll ja im Dorf vorbeigucken. Hilfe! Raserei. Ich mag die Zwischensequenzen. Rest in Peace. Ja, ah, so. Aber ich mag diese Zwischensequenzen, die sie hier eingebaut haben. Dieses ist eigentlich vollkommen überflüssig, aber trotzdem ist es geil gemacht. So, besiege alle neuen Gegner. Ach Gott, na gut. Kriegen wir hin. Frühchen. Warte mal. Oh yeah. Hey, aufnehmen. Blup. So. Okidoki. Oh yeah.
Okay, so, war vielleicht in der Reihenfolge falsch rum, ist aber egal. Ja, jetzt taucht dieser Effekt auf, den ich mir fast schon gedacht habe. Egal. Komm, eine Runde mehr werden wir brauchen. Ich war in Teil 1 schon wunderbar. Ja. So, dann schießen wir hier rauf. Machen unsere Deckung ein bisschen kaputt. Ist egal. Au, das könnte wehtun. Er stand voll in der Explosionsreichweite. Hi. Süß. Der Kleine. Und er ist der Letzte. Weg. So. Die beste Zwischensequenz war aber die in Teil 1 in Welt 3 mit Tom Pans Diss-Track gegen Mario, wenn du dich noch daran erinnern kannst. Ehrlich gesagt nicht mehr. Tut mir leid. Aber die hatten auch schon coole Zwischensequenzen. Ich kann mich daran erinnern, das war alles irgendwie cool gemacht. Das ist hier diesmal auch so. Gut, dass ihr diesen Bomb-Omb beseitigt habt. Ich dachte schon, er macht Kabumm mit der armen Kreatur, die ich gefunden habe. Nur die Sonne kann die Tür zum Leuchten aufschließen, wisst ihr? Ohne Sonnenschein kommen wir nicht rein, normalerweise. Yay! Ihr habt aber Glück, denn dieses kluge kleine Kärtchen kann Licht machen. Seht her, ich zeige es euch. Bleib hier! Wir brauchen dich noch! Und schon ist es wieder weg. Ich habe ein Fertigkeitsprisma erhalten. Waffenschaden, Teambarriere, Reichweite. Machen wir mal die Reichweite. Oh, wir haben sogar... Okay. Wir haben eine Möglichkeit. So, und er hier Hellensicht Schaden. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Aber wir machen mal kritische Treffer. Heilung. Sie war Heilung, ne? Oh, geht noch nicht. Weil wir bräuchten zwei dafür. Dann auch kritische Treffer. Bei ihm bitte auch. Kritische Treffer ist immer gut. Und auch kritische Treffer. Wir bauen sie erstmal ähnlich, gebe ich zu. Ist dir aufgefallen, dass Orges Stimme die von Mr. Krabs ist? Ehrlich gesagt nein, weil SpongeBob ist nicht so meins, gebe ich zu. Aber jetzt, wo du es erwähnst, du hast recht. Das ist die gleiche Stimme, ja. Ich habe den Sprecher aber auch schon... sonst gehört. Ja, ich sag mal so, sie haben bekannte Sprecher drin, was ich überraschend finde. Der arme Spark des Lichts hat sich erschreckt und ist da lang geflogen und ich dachte, wir wären jetzt Freunde. Ja, du hattest ihn eingesperrt. Was erwartest du? Was erwartest du? Du hattest ihn in einem Sack. Guten Tag. Großvaters Keller steckt voller Geheimnisse. Es gibt dort eine verschlossene Truhe und eine merkwürdige Tür. Mhm. Komm ich da runter? Kann ich runter? Ach doch, jetzt. So, warum geht's? Was?
Ja, SpongeBob habe ich auch nie geguckt, aber durch die Videos kennt man es. Ja, hast du recht. Das geht mir auch so. Der war nach meiner Generation, gebe ich zu. Also nicht lange, aber kurz nachdem ich sozusagen mit diesen ganzen Zeichentrickfilmen ja mehr oder minder aufgehört habe, weil man zu alt wurde, da kam der. Der war wirklich ja, nach meiner Generation halt. Und ja, man kennt ihn durch die ganzen Videos und so weiter und so fort und auch durch Leute, mit denen man dann sich später beschäftigen musste und so weiter, weil es ist ja doch eine Popkulturfigur und man wird oft damit konfrontiert. Ja. So, was ist denn das hier? Bewegen? Ja, okay. Überraschend. Öffnen. Planetenmünze erhalten. Was zum Teufel? Das sieht aus, als ob hier ein Geheimgang wäre. Besonders weil Mario mit seiner Nase auch in die Wand gucken kann. Es ist, okay. Überraschend gemacht. Also cool gemacht. Ich muss sagen, ah, ist das schön gemacht, das Spiel. Fühlt sich anders an, als ich dachte. Aber es fühlt sich gut an. Also, haben sie richtig gut gemacht. So, da waren wir schon drin. Dann gehen wir mal hier rein. Ich soll ja im Dorf einmal alles mir angucken. Ihr kennt das Spiel. Was gibt's hier? Ihr müsst Strahlestand retten. Es wäre so ein netter Planet. Es war so ein netter Planet, bevor diese fiese Finsterzeit aufgetaucht ist. Okay. Gut, hier ist leider nix. Hier ist nix. Frech. Ich finde das richtig frech, da wir endlich begehbare Räume haben und dann haben die da nichts reingepackt. Man kann. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man hier so viel erkunden kann. Oh. Was ist mit dir? Ich dachte schon, ich müsste jetzt immer mit einem Bomb-Omb vor der Tür leben. Danke, dass ihr ihn entfernt habt. Was machst du da? Ja, der wird schon wissen, warum er die Wand da drückt und knuddelt und so, ne? Warum auch nicht? Gut, also, man sagte mir, ich solle einen fliegenden Stern einsammeln. Was steht denn hier? Alte X zum Sprinten. Ja, das wissen wir doch schon. So, Mr. Krabs, wie wir vorhin gehört haben, ist auch angekommen. Hä? Mit Fahne? Was? 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 Was bist du? Wo ist dieser Spark? Bipo, altes Haus. Was diese Tempelgeschichte betrifft, können wir das irgendwie beschleunigen? Ich brauche dringend einen Erfolg. Ich finde es ein bisschen schade, sie haben ja extra einen Synchronsprecher engagiert für Augie, dass der nicht alles vorliest. Ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil es ist Nintendo-typisch und wahrscheinlich wollten sie die Download-Größe klein halten oder was auch immer. Also Spielgröße klein halten, aber trotzdem, dann hätten sie doch, sie hätten doch mehr vorlesen lassen können, finde ich. Naja, was soll's. Das war jetzt mal kurz kleine Kritik auf hohem Niveau, aber sie musste trotzdem mal kommen. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Hättet ihr euch auch noch mehr Synchronisation gewünscht oder eher nicht? Oder sogar weniger? Kann ja sein, dass ihr sagt, nö, in Mario-Spielen haben die bisher nie gequatscht. Das stört mich gerade. So, das Pling, 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 das kommt aus Zelda. Ihr habt's geklaut. Das höre ich doch. Schlachtfeldüberquerung. Wir überqueren alles.